eigentlich vor 5 Jahren, dass ich von Georgien, von Deutschland gekommen bin, die haben eine gesagt, hey, siehst du, ich habe mir so oft über dich gelacht. Zurzeit bei den Münchner Symphonikern. Solo-Kontrabassist an der Belgrader Philharmonie. Ich arbeite hier am Computer und wenn das Wetter schön ist, dann bin ich auch als Hausmeister hier. Mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen. Erster Solo-Kontrabassist der Petersburger Philharmonie. Beim staatlichen großen Symphonieorchester, das ist dort das führende Orchester. Die Tatsache, dass wir aus Russland, aus der Slowakei so viel Nachwuchs haben, nicht nur was Kontrabass angeht, hat mit dem Leistungswillen zu tun, der dem deutschsprachigen Nachwuchs einfach fehlt. Jetzt ein großes Bravourstück für Geige, den Csárdás von Monti, gemeinsam mit Maxim Wengerow. Ich habe mir das Videoband eingelegt und es war allen klar, die auch nur 3 Minuten reingeschaut haben, dass Roman ein ganz außergewöhnliches Talent besitzt, abgesehen von seiner technischen Meisterschaft, die zuallererst frappiert, ist es sein unbedingter Ausdruckswille und sein großes Charisma. Ensemble dieser Klasse und auch dieser Altersgruppe kann eigentlich alles mal durchprobieren und einfach Spaß am Instrument haben. Und dadurch wird es ja auch für den Zuhörer reizvoller, was nicht ausschließt, dass das Core-Repertoire natürlich das Klassische bleibt und man im Auge behält, dieses zu erweitern. Okay. Ja. Wer deine Liebe einbot, ich würde singen. Ich bin ganz allein, wie auf Papier, ich brenne. Du sagst, vielleicht kann's einmal sehen. Und ich denk bei mir, es wär so schön. Du kommst vorbei, du hast mich lieb, du verschluckst dich am. Wir sind frei und ich brenne. Ich brenne, ja, ich brenne. Brenne lichterloh. Noch ein Stückchen mehr, ich brauch die Wärme deines Feuers.